Ob wir das überleben. Da oben, da rauf. It's just another Monday. Life can't just be fun, babe. Blame it on the star sign. Da mein Mikrofon leider meistens gesponnen hat, führe ich euch im Hintergrund durch das Video. Das ist der zweite Tag von unserer Wanderung durch den Alpstein zum Rotsteinpass. So, wir haben jetzt etwa 12 Uhr am Nachmittag, die Sonne ist mega hoch. Wir müssen hier noch ein rechtes Stück hochgehen. Schatten haben wir nicht gross, außer genau hier. Darum gibt es jetzt hier eine kleine Pause. Nach dieser kurzen Pause ist es dann auch gerade weitergegangen. Noch 2 Stunden und 20 Minuten hat es gedauert bis zum Rotsteinpass. Kurz haben wir müssen über ein Schneefeld, aber auch das war kein Problem gewesen. Bevor wir aber rauf zum Rotsteinpass können, haben wir zuerst noch mal alles ins Tal runter müssen. Und da hat man auch schon zum ersten Mal die Hütte gesehen, ganz klein auf dem Bild. Nach strengen Wanderung waren wir ja schon froh, als wir endlich die Hütte gesehen haben, die Rotsteinpasshütte. Den ganzen Weg haben wir gemacht, von dort hinten bis hierher. So, jetzt haben wir gerade noch ein paar Steinböcke gesehen. Es ist ziemlich verpasst zu filmen, weil ich auch Fotos machen wollte. Ich zeige euch hier einfach ein paar Fotos und eine kurze Videosequenz. Matt wieder am Aufkraxeln. Ich habe diesen Weg gewählt. So, wir starten jetzt auch gerade in den dritten Tag von unserer Wanderung. Das ist der Weg rauf zum Sentis über den Liesengrat. Wird man das überleben? Da rauf. Die letzten Meter bis zum Sentis. Mega geile Wanderung hier. Schön am Felsen entlang. Ist aber alles top gesichert. Braucht ein bisschen Überwindung, aber es geht schon. Die Aussicht ist einfach. Das ist der Wahnsinn. Perfekter Abschluss von unserer 3-Tages-Wanderung. So, und hier beenden wir das Video auch, weil nachher sind wir nur noch im Nebel hineingehockt. Man hat wirklich nur noch meterweit gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.